Herzlich willkommen aus Bochum, aus der Jahrhunderthalle und herzlich willkommen zur größten Show der Zukunft, Zukunft Unplugged. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf, mal hinter die Kulissen von Zukunft zu kommen. Denn was heißt das eigentlich? Ist Zukunft wirklich so negativ, wie uns immer vorgegaukelt wird? Oder hängt es vielleicht damit zusammen, dass wir einfach zwar eine tolle Technologie haben, aber noch nicht die passenden Strukturen dazu? Ganz ehrlich, Zukunft heute, das ist ein bisschen so wie, ja, ich habe die Digitalisierung erfunden, aber keine Verkehrsregeln dazu. Jeder kann so ein bisschen damit machen, was er will. Zum Beispiel seid ihr alle ganz große Datenspender. Ihr spendet eure Daten großen Konzernen, die damit Geld verdienen dürfen. Wie wäre es denn, wenn ihr eure Daten selber verwalten würdet? Das heißt, ihr sammelt sie nicht nur selber, ihr könnt sie auch selber auswerten und habt dann euren eigenen Algorithmus. Also wenn ihr auf eine große Shopping-Seite geht, würde dann da zum Beispiel nicht stehen, hey Max, wir haben hier ein paar tolle Produkte für dich, möchtest du sie gerne kaufen? Und wenn du das kaufst, habe ich noch ein Sonderangebot. Das würde dann zum Beispiel sagen, hey Max, du hast heute eine große Show gemacht, einen Auftritt gehabt. Es ist jetzt spät, du bist müde, das ist Restspannungsabbau, schlaf nochmal drüber. Das könnte ein Algorithmus sagen, wenn er mir gehört. Und wenn ich dann Dienstleistungen von einem großen Navigationssystem oder einer großen Suchmaschine ja, in Anspruch nehmen möchte, dann schicke ich meine Daten da bewusst hin. Die nimmt die nicht einfach, sondern ich würde dann sagen, zack, da kannst du meine Daten haben. Wird es so etwas geben? Ja, wird es. Für Unternehmen gibt es das jetzt schon. Da kann man jetzt schon 2022 damit seine eigenen Daten auswerten und verwerten. Und für Privatpersonen wird es das mutmaßlich so 2024, 2025 geben. Und das wird unsere Welt auf den Kopf stellen. Wir haben neue Möglichkeiten, Digitalisierung zu betrachten. Wir haben ganz andere Chancen, wirklich etwas aus unserer Zukunft zu machen, denn wir können sie anfassen, in die Hand nehmen und umsetzen. Ja, und wer davon mehr wissen will, der kommt zur größten Zukunftsshow aller Zeiten hier nach Bochum in die Jahrhunderthalle. Da gibt es 90 Minuten Zukunft live. In einer furiosen Show mit tollen Beispielen und ihr könnt alles mit nach Hause nehmen und Zukunft selber gestalten. Und das ist das Größte. Viel Spaß dabei. Ich freue mich heute schon auf euch.